Die Industrie- und Handelskammer Magdeburg hatte in den vor wenigen Tagen mit Ministerpräsident Dr. Rainer Haseloff stattgefundenen Bildungsgipfel hohe Erwartungen gesetzt. Das wichtigste Ergebnis ist die Freigabe von Mitteln aus unbesetzten Lehrerstellen zur Einstellung von Vertretungslehrern, pädagogischen Mitarbeitern oder Experten aus der Wirtschaft. Sie können Lehrer von Aufgaben entlasten und Unterrichtsstunden abdecken. Allerdings zeigt die Praxis, dass immer noch zu viele Interessenten abgelehnt werden, weil ihnen beispielsweise der Hochschulabschluss fehlt. Die Anrechnung sonstiger beruflicher, einschlägiger Erfahrungen ist immer noch nicht standardisiert. Hier muss nachgebessert werden. Positiv bewerte ich die noch für dieses Jahr in Aussicht gestellte schrittweise Anhebung der Gehälter der Grundschullehrer in Verbindung mit dem Ganztagsschulkonzept. Das ist ein Signal für Lehramtsanwärter, in Sachsen-Anhalt zu bleiben. Gleiches gilt für das angekündigte Modell des dualen Lehramtsstudiums mit Anstellung, Bezahlung und Praxiseinsatz vom ersten Studientag an. Abiturienten mit dem Berufswunsch Lehrer wird damit eine attraktive und interessante Studienmöglichkeit angeboten. Wir sind uns sicher, für die angekündigten ersten 30 Plätze im Studienjahr 2023/24 werden sich schnell Bewerber finden. Allerdings glaube ich, dass das vom Ministerpräsidenten angekündigte Ziel, den Unterrichtsausfall in Richtung Null schieben zu wollen, allein mit dem von ihm angekündigten Maßnahmenpaket mittelfristig nicht erreicht wird. Die Schulen sowie Lehrer werden mit der Umsetzung der Digitalisierung alleingelassen. Es fehlen Schulungs- bzw. digitale Weiterbildungsangebote für die Lehrkräfte. Noch immer ist nicht jede Schule an das schnelle Internet angeschlossen. Die IT-Infrastrukturen des Landesbildungsservers bremsen die Digitalisierung an Schulen aus. Der Bildungsgipfel darf keine Eintagsfliege sein. Hier muss die Landesregierung weiter aktiv bleiben und vor allem einen Dialog mit Eltern und den Kammern zulassen. Jetzt müssen wir dranbleiben.